Aber ihr Lieben, ich bin ein Verlierer und das ist überhaupt nicht schlimm. Dank Patavinos, was das ist und wie es funktioniert, jetzt im Video. Jeder von euch kennt wahrscheinlich die Situation, einen Moment nicht aufgepasst und schon ist euer Schlüssel direkt auf den Boden gefallen, aus der Jackentasche raus. Mit ein bisschen Glück gibt es jemanden, der den Schlüssel später findet, aber der hat keine Chance zu sehen, wem dieser Schlüssel gehört, um euch dann zu kontaktieren. Ist ein großes Problem, aber wenn ihr Patavinos nutzt, dann hat derjenige die Chance, euch zu erreichen. Das sind so kleine Marker, da steht dann einfach drauf, wenn gefunden, dann Besitzer kontaktieren. Es gibt auch noch andere Designs, aber das finde ich persönlich am sinnvollsten. Und dann ist auf der Rückseite so ein kleiner QR-Code drauf. Ich hoffe, man sieht es. Wenn nicht, blende ich es euch im Video ein. Wenn man diesen dann scannt, erscheint dann so eine kleine freundliche Textnachricht. Hey, vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Hinterlasse dem Besitzer eine Nachricht in diesem Chat, um die Rückgabe abzusprechen. Das ist schön. Das funktioniert sehr einfach. Das ist ja eine Kommunikation, wie man es heutzutage gewöhnt ist. Und es hat ja einfach zwei große Vorteile. Zum einen, es ist eben wirklich einfach. Es besteht kein Hindernis für denjenigen, der den Schlüssel gefunden hat, euch zu erreichen. Und zum anderen, was man auch nicht vergessen darf, es steht keine Adresse drauf. Sprich, derjenige, der euren Schlüssel hat, kann jetzt nicht bei euch zu Hause einbrechen und euch ausrauben. Doch wie funktioniert das Ganze eigentlich? Als erstes müsst ihr, wenn ihr so einen Marker initialisiert, euch die App installieren. Gibt es für Android und für iOS. Und mit dieser App scannt ihr dann selbst erstmal diesen QR-Code, dann wird dieser euch zugeordnet. Und in dieser App seht ihr dann eine Übersicht mit all euren Markern, die ihr besitzt und mit eventuell eingegangenen Nachrichten. Das heißt also, wenn jemand so einen Marker findet und einscannt und dann mit euch chattet, bekommt ihr in dieser App eben eine Benachrichtigung und könnt dann ganz normal, wie man es so kennt, miteinander chatten und eben zum Beispiel einen anonymen Treffpunkt vereinbaren, wo man diesen Schlüssel ja, sich zurückholt. Finde ich wirklich geil. Vor allem, das ist ja nicht nur auf den Schlüssel begrenzt. Es gibt nicht nur diese Anhänger, sondern es gibt eben auch, wie wir es hier sehen können, diese Sticker. Die habe ich zum einen im Portemonnaie drin liegen und zum anderen auch in meiner Arbeitstasche. Da sind viele Dinge drin, die brauche ich, wenn ich die verliere. Und das geht bei so einer Tasche, wie man weiß, auch gar nicht mal so schwer. Habe ich auch hier in der Tasche diesen Aufkleber angebracht. Kann auch eingescannt werden und dann kriege ich meine Tasche wieder. Das ganze System ist gratis. Das Einzige, was ihr bezahlen müsst, sind eben diese Sticker oder die Marker. Und wenn ihr es ganz gratis haben wollt, gibt es sogar eine Variante, da könnt ihr euch diese Marker selbst ausdrucken. Also natürlich hier nicht die am Schlüsselbund, sondern eben ganz normal wie diese Sticker vom System her. Aber das Funktionsprinzip, das bleibt immer gleich. Einscannen, kommunizieren, fertig. Und ja, es kostet euch eben nichts, außer jetzt eben das ganz kleine bisschen Geld für diesen Marker. Und wenn ihr noch zwei kleine Aufgaben, zum einen drückt hier gleich auf die Abo-Glocke, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst. Und zum anderen schreibt unterhalb des Videos mal in die Kommentare rein, was ihr schon mal verloren habt und wo es euch richtig geärgert hat, dass ihr das nicht wiederbekommen habt. Ahoi!